Nach einer langen, beschwerlichen Reise kam Cedes endlich in der Hafenstadt von Elatia an. Und was sah er dort? Es war ein Baumeister sondersgleichen am Werk oder mehrere. Er wusste es nicht, aber er schaute sich einmal alles an. Ja, heute mit dabei ist der Cedric und der Und wie ihr hört, der Andi auch, aber er ist gar nicht im Spiel drin, sondern macht irgendwelche anderen komischen Sachen. Oh, cool. Schaut euch das mal an. Der Dreher voll am Rad. Oh, das Haus hier geht aber ein bisschen aus der Designphilosophie raus. Von wem ist denn das? Das Große? Da darf ich gar nicht rein, ja. Das ganz Große, das soll, glaube ich mal, wie so Zauberding werden. Zum Verzaubern oder so eine Hexenhütte, so eine große. Ja, das ist ganz am Anfang beim Hafen, oben am Berg. Okay, weil das soll mal wahrscheinlich eine Burg entstehen, so wie ich das mitbekommen habe. Und der Turm hier ist auch neu? Autsch. Oh. Ich kann schon wieder nicht gescheit laufen. So, hier ist das Lager da oben. Da oben war doch auch ein Haus noch vor kurzem gestanden. Ja, wer ist denn da? Der Vogel! Servus! Oh. Okay, jetzt gleich mal weiter hier, weil ich bin nämlich jetzt dann gleich auf dem Weg zum werten Herrn Cedric. Jupp. Aber zuallererst muss ich trotzdem hier noch ein paar Sachen zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das bedienen kann. Das Tor. Kannst du. Wer hat es jetzt nochmal gebaut? Der Fauli oder? Nee. Der Fischi. Nein, nicht der Fischi. Also das meinst du unser Tor oder? Nee, es gibt ein neues Tor hier bei der Hafenstadt. Achso, unten in der Hafenstadt bist du. Da glaube ich die Ino mitgemacht. So, jetzt guck mal her. Da drücke ich mal den Knopf und den Knopf auch. Nee, warte mal. Okay, jetzt ist das Tor offen. Also, hier geht das Tor auf und wenn man es zumacht, ist es wieder zu. Logisch, aber ich kann es dann leider nicht von außen zeigen. Außer ich laufe außen rum. Geht es vielleicht? So, hier. Aber hier sieht man es mal. Tür zu. Also hier mit Torbogen und dann hier sind die Scharniere, diese Eisendinger. Okay. Und klackerdiklick. Achso, das war schon wieder das Falsche. Ach. Ist mir jetzt auch egal. Da. Schaut her. Wow. Sau cool. Und das andere ist jetzt zu hier. Und dann kann man die drin sind, auch hier erstmal reinlassen. Ja. Machen wir wieder alles zu hier. Damit nicht die bösen Creeper reinkommen. Und dann geht's los. Auf den langen, beschwerlichen Weg in Richtung Karthago. Karthago. Wow. Oh, was ist denn da oben? Ist dir aufgefallen, dass ich nicht da war? Ja. Ja. Wie denn das? User, die AFK sind oder Probleme mit PC-Internet haben. Aha. Ach, da kann man sich abmelden. Das ist ja cool. Hä? Ja, das ist hier so ein schwarzes Brett. Na klar, die, wo länger als einen Monat da sind, werden rausgeschmissen. Haha, wer ist denn da oben? Und das sind neben mir. Ich sehe dich. Ich bin mal gespannt, was da in diese Tore da unten noch reinkommt. Da schaut her, die Ino, die alte Cheaterin. Bist du mit Fern unterwegs? Nee. Okay. Sowas besitze ich nicht. Wo bist du denn? Ja, ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Hä? Was ist denn jetzt das? Wie frech.
Hallo? Guck mal, da steht einer auf der Säule, guck mal. Ja schon, aber der war gerade noch nicht da. Wie konnte er das so schnell machen? Aua, aua, aua! Aha. Ey! Stirb! Ach, mein Schwert sieht man gar nicht, weil ich bin im F1-Modus. der war gerade eben echt noch nicht da, oder? Muss ich mir in der Aufnahme anschauen. Wurscht. Auf geht's. Endlich. Ah, bist du in der Aufnahme? Ja. Hallo, Leute. Kommt bei Hakuino vorbei. Nein, bei der Cheaterin. Eigenwerbung. Ja, kannst du ruhig machen. Schaut alle bei der Hakuino vorbei. Yeah. Und wehe, es macht ihr nicht. Das krieg ich mit. Okay, schau nicht vorbei. So, und dann haben wir hier die Pyramide. Nein, der Inka-Tempel, oder wie habt ihr das genannt? Maya-Tempel. Maya-Tempel. Fast dasselbe. Aber der gute alte Maya-Tempel. Oh, Fauli ist abwesend. Wann ist das mal passiert? Das dauert ganz schön lang da hoch. Das habe ich schon in der anderen Folge mal gemacht. Das hat ewig gedauert, deswegen mache ich das jetzt nicht. Jetzt muss ich natürlich nachts durch den Wald laufen. Super. Toll hast du es gemacht, Cedis. Welche Leute? Ja, deine Leute, die das nachher sehen. Ach so, das schaut doch sowieso keiner an. Ich hab Spargel, ganz lecker Spargel. Und Rippe. Aber Soße Hollandaise macht doch so dicklich. So oft isst man das doch gar nicht. Na, irgendwie ist das komisch. Soße Hollandaise kann ich seit geraumer Zeit nicht mehr essen. Hm? Weil mir das so dermaßen zum Hals raushängt, weil ich mich da dran mal überfressen hab. Okay, also wir machen die eigentlich immer selber. Das schmeckt dann ganz anders. Also eine andere Konsistenz auf jeden Fall. Ja, wie schmeckt. Macht ihr die? Das weiß ich nicht. Mit Bechamelsoße. Das wüsste ich zum Beispiel gar nicht, was das wäre. Das ist ein. Aha! Das ist Hühnemensch. Eine Buttersoße. Mit irgendwas. Das ist doch kein Höhlenmensch, das ist ein Ewok. Ja. Ein Ewok. Ja, weil wir sind doch das Naturvolk Elatia und deswegen habe ich mir den Skin rausgesucht. Ach so. Ist denn mal, wenn wir kein Thema Ewok Skin ist? Sind. Doch, ja, wir haben Star Wars. Was ist Star Wars? Die sind so niedlich. Ich habe hier gerade voll die Chillermucke am Laufen. Die könnten wir auch 1:1 im Fahrstuhl laufen lassen. Oh, ja, hast recht, Playlist. Ist wieder hängen geblieben. Oh. Der wilde Westen. Unendliche Weiten. Nein. Was? Aufnahmefutsch. Juhu. Die beenden meinen Sprintvorgang. Ja. Bei mir zuckelt's manchmal. Ich kann den Elatia essen. Vielleicht war es auch vorhin einfach nur Pech, dumm gelaufen oder. Vielleicht warst du voll. Nee, eigentlich nicht. Wieso sind die ja eigentlich keine Monster, obwohl es Nacht ist? Der Andi hat eine Connection lost, oder? Die Monster haben wir verjagt. Bestimmt. Ja. Das wird wohl der Grund sein. Der konnte unser dummes Gelaber nicht mehr ertragen. Tete, schwimm mal bitte nicht unten rum. Okay. Also, wir sind jetzt hier an der Grenze von Elatia nach Karthago. Und hier wird das Dorf gebaut namens Bandar Eban. Genau, Bandar Eban. Und hier, so wie ich das
gehört habe, kommen dann in die Häuser, wie du hier siehst, schon Ställe rein. Mhm. Das wird dann hier drüben noch ausgebaut. Alles auf Elatias Grund und Boden. Das baut der Faule hier auf. Der und gar nicht so faul hier, ist, wie er heißt. Genau, und er hat hier schon die grobe Erde genutzt, um hier so einen Trampelpfad herzustellen. Der dann Richtung Maya-Tempel auch führt, wo die Fackeln jetzt da sind, wo wir langgelaufen sind. Cool. Genau. Und die Brücke. Und ich werde da noch Steinstatuen überall auf dem Weg hinbauen. Na, da freue ich mich schon drauf. So, erzähl weiter. Die Brücke hier, die grenzt jetzt sozusagen. Und zwar ist hier, wo die Anfangsfackeln stehen, Elatia zu Ende. Der Fluss steht auf neutralem Gebiet. Ja, schau, hier. Achso, nee, jetzt habe ich keinen Hunger. Entschuldigung, erzähl weiter. Okay. Der Fluss, also die Brücke jetzt hier, wo wir draufstehen, steht auf neutralem Gebiet. Und die Brücke stellt den Handelsknotenpunkt von Karthago und Elatia dar. Und zwar, wenn ihr jetzt von eurer Seite kommt, habt ihr die Banner von Karthago. Und wenn wir von unserer Seite hier ankommen, haben wir die Banner von Elatia oben dran hängen. Cool. Boah, was für ein geiler Sonnenaufgang. Ja, jetzt, sorry, ich unterbreche dich immer. Das Haus, das hat Fauli gebaut. Das ist euer Eingang hier. Darf ich trotzdem nicht rein? Haha. So. Das ist eure Seite. Und da stehe ich zum Beispiel auf der Seite. Und wenn ich was loswerden will, tue ich das bei mir in die Karthago Exportkiste und das könnt ihr dann entfernen. Aha. Sozusagen. Und wenn jetzt ihr irgendwas habt zum Handeln, dann tut ihr das in eure Exportkiste. Ja, aber nur leider können wir die Kisten nicht benutzen, weil die auf eurem Land stehen. Nein, die stehen auf neutralem Gebiet und die sind zurzeit auf mir und Fauli nur protected. Also die sind können nur ich und Fauli benutzen, sozusagen. Ach so. Genau, und das ist meine Seite. Ist erlaubt. Genau, und jetzt bist du immer noch im neutralen Gebiet und hinten fängt dann Karthago an. Enhyau led Karthago, olpinum dans morendut. Jetzt erklär mir mal, was ist das eigentlich für eine Sprache? Das ist Esmeraldi Esnerim, das ist unsere private Sprache. Aha. Von unseren eigenen Server, die habe ich jetzt einfach mal hier so mit eingebaut, weil das so ein bisschen mittelalterlich auch, ja. Ja, und von was ist die Sprache inspiriert? Also jetzt in Wirklichkeit? Von allen möglichen zusammengewürfelt, also. Okay. Ja. Weil also, das finde ich nämlich sehr interessant. Ja, ich habe die Grundidee dazu nicht geschaffen. Das war eher meine zwei Kumpels. So, hier hinten ist anscheinend auch noch Baugebiet. Ach, ihr habt auch genau. so ein Kies, Kiesomanie hier. Ja, also unser ganzes Biom besteht aus Kies. Wenn du dir jetzt die Hänge hier anschaust, sind teils 7 bis 8, teils auch 10 Blöcke, wo man nach unten gräbt und einfach nur Kies vorfindet. Darunter fängt Stein oder Erde an. Das ist schon ein bisschen, Da würde ich ja ungefähr in unserem Lagerhaus über 100 Doppeltruhen voll Kies. Okay. Ich würde ja gern mal da irgendwo unten an so einem Berg ein TNT zünden und schauen, wie das alles runterkommt. Das wird übelst lecken. Ja. Dans Morendut Information. Seti Lituan Dans Filian Richt Valians. Bauernhof Fischburg Scheinberg, neutrales Gebiet Richtung Warriors Vajatu. Handelsknotenpunkt, Grenze Elatia, Bahnhof und so weiter. Ach ja, falls ihr mal hier auf dem Server vorbeikommt und ihr hier oben nicht durchkommt, hier geht's nicht mehr durch. Ey! Du toller Mensch! Ich kenne noch einen anderen Schleichweg, aber den werde ich jetzt nicht verraten.
Ja, und was ist das hier unten? Hm? Das hier unten, das habe ich nämlich auch noch nicht. Ist das ein Wegweiser einfach nur, oder? Das ist ein Wegweiser, wenn man mit dem Boot kommt, genau. Mhm. Genau, da steht nämlich hier. Lass mal schauen. Da. Oh, hoch. Ja, da geht's ein bisschen runter. Sie betreten das Königreich Karthago. Mit dem Wappen. Ja, und wie es hier weitergeht und ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. In der nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Cedric? Jo. Tschüss. Tschüss, hab ich doch gesagt. Echt? Hab ich gar nicht gehört. Ciao.